Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Stillen. Ich hatte euch auf Instagram gefragt und ihr habt mir fleißig Fragen gestellt. Das heißt, ich werde euch von meinen Erfahrungen berichten, wie lange ich gestillt habe, ob ich voll gestillt habe, ob ich Probleme damit hatte und auch wie ich damit aufgehört habe, denn das interessiert auch immer sehr viele von euch. Und vorab ein kleiner Disclaimer. Ich weiß, dass das Thema Stillen in Deutschland sehr schwierig ist, sage ich mal. Und ich möchte euch wirklich bitten, da mit Respekt an das Thema ranzugehen. Auch wenn ich jetzt keine 2 Jahre gestillt habe, heißt es nicht, dass ich eine schlechte Mutter bin oder dass ich jetzt meinem Kind was Schlechtes tue. Es gibt ganz viele Frauen, die entweder nicht stillen können, obwohl sie es wollen, oder es gibt Frauen, die können stillen, aber sie wollen es einfach nicht, weil sie sich nicht wohl damit fühlen. Natürlich ist die Muttermilch das Beste, was man seinem Kind geben kann, aber wir können wirklich froh sein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir unseren Kindern Alternativen geben können. Und ich finde es einfach wichtig, dass sich beide Parteien wohl damit fühlen, sowohl das Baby als auch die Mutter. Und wenn die Mutter sich damit einfach nicht wohlfühlt, dann finde ich, spricht nichts dagegen, dem Kind auch das Fläschchen zu geben. Also bevor ihr in die Tasten haut, denkt nochmal ein bisschen nach oder denkt euch einfach euren Teil. Ich finde, das ist so ein ganz sensibles Thema, da müssen einfach andere Mütter nicht angegriffen werden. Ihr könnt euch natürlich gerne konstruktiv in den Kommentaren austauschen, da bin ich immer dafür. Aber behandelt das Thema bitte mit Respekt. Wer neu auf diesem Kanal ist oder mich noch nicht so lange verfolgt, ich bin Mutter eines fast einjährigen Sohnes. Mein Sohn heißt Joshua, er ist am 7.8.2018 zur Welt gekommen und ich habe ihn von Anfang an gestillt. Ich hatte damit so gut wie gar keine Probleme. Ich hatte nur anfangs etwas Probleme mit dem Anlegen bzw. mit der Brustwarze. Das lag aber zum Teil daran, dass mir das einfach falsch gezeigt wurde. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nachdem ich aber dann zu Hause war und mir meine Hebamme alles nochmal richtig erklärt hat und gezeigt hat, lief das wirklich 1A. Also ich muss sagen, das Stillen hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe nie irgendwie im Kopf gehabt, kein Bock oder bla oder blub. Vielleicht ist es auch ganz wichtig für euch zu wissen, dass ich das dazu sage. Ich war früher nämlich so, ich habe gesagt, oh mein Gott, ich werde auf gar keinen Fall stillen. Ich gebe sofort das Fläschchen. Ich will auch nicht, dass mein Busen hängt und so ein Quatsch. Also das habe ich so mit meinen 20ern gesagt. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann schwanger wurde, hat sich bei mir wirklich sehr vieles geändert. Viele Sichtweisen und so weiter. Und ich sage das jetzt einfach nur dazu, weil mir das Stillen wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich bin auch immer dafür, dass man das Stillen wirklich probieren soll und nicht sofort aufgeben soll, weil das ist wirklich anfangs sehr schmerzhaft. Also ich habe echt geweint, weil das wirklich alles blutig war. Aber mein Baby wollte dann alle 2 Stunden an die Brust, manchmal sogar jede Stunde. Und dann wurde da immer so heftig dran gesogen. Das war schon nicht ohne, aber nachdem das Ganze dann wirklich überwunden war, war es wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich machen durfte. Joshua ist jetzt 11 Monate alt und ich habe ihn ungefähr bis er 7, 8 Monate alt war, gestillt. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr so genau, weil das bei mir nichts Radikales war, sondern das war wirklich ein ganz, ganz, ganz langer Prozess. Wie haben sich deine Brüste verändert? Wurden sie kleiner, hängen unterschiedlich groß etc.? Das ist natürlich eine sehr persönliche Frage. Wirklich ein ganz anderes Bild von den Brüsten gehabt. Also ich dachte wirklich, wenn man stillt, dass die Brüste dann danach komplett hinüber sind. Die Brust verändert sich einfach nach der Schwangerschaft bei allen Frauen. Die Frauen, die eben das Fläschchen geben möchten oder müssen, bei denen ist das alles natürlich früher sichtbar, weil sie natürlich relativ schnell abgestillt sind in dem Sinne. Und bei Frauen, die dann stillen, ist der Prozess natürlich viel, viel länger. Und die Brust braucht ja auch eine Zeit, bis sich das alles wieder zurückbildet, bis alles wieder so ist wie früher. Und deswegen, ja, meine Brust hat sich verändert, aber ich glaube, das liegt auch zum Teil daran, weil ich älter werde. Also ich bin jetzt mittlerweile 31 und ich glaube nicht, dass die Brust mit 31 noch so aussieht wie mit 19, ja. In der Schwangerschaft werden die ja wirklich überdimensional groß und ich denke, durch dieses Dehnen, verändert sich die Brust eben einfach. Wie schafft man es, wenn das Baby keine Flasche nimmt? Das ist so eine schwere Frage. Ich kann dir das gar nicht beantworten, falls du dich angesprochen fühlst, weil jedes Kind einfach unterschiedlich ist. Als Joshua ungefähr, glaube ich, 6, 7 Monate alt war, haben wir es mit der Flasche versucht. 2 Wochen am Stück, jeden Tag haben wir es probiert und er wollte sie partout einfach nicht. Er wollte sie nicht. Egal, welche Milch ich ihm angeboten habe, welche Flasche und so weiter, er wollte sie einfach nicht. Wobei ich aber sagen muss, dass ich ihm damals die Milch, die er jetzt trinkt, nicht angeboten habe zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hätte er sie ja dann genommen. Ich weiß es nicht, aber das sind jetzt alles nur Vermutungen. Entweder war er zu der Zeit einfach noch nicht bereit fürs Fläschchen oder es lag tatsächlich an der Milch. Er wollte die Milch einfach nicht trinken. Und ich muss einfach für mich sagen, dass ich irgendwann mal für mich beschlossen habe, ich will jetzt mein Kind nicht mehr quälen, weil ich wurde auch von außen schon so ein bisschen
nicht beeinflusst, aber so ein bisschen gedrängt. Ja, willst du dein Kind jetzt noch nach 6 Monaten stillen oder was? So nach dem Motto, das wäre total unnatürlich. Also wisst ihr, was ich so krass finde? Auf der einen Seite heißt es, oh mein Gott, du stillst nicht, du gibst das Fläschchen. Wenn das Kind aber dann älter als 6 Monate ist, dann heißt es, oh mein Gott, du stillst ja immer noch, ew und bla. Und dann stillst du auch noch in der Öffentlichkeit und sowas. Also ich verstehe dieses System hier in Deutschland einfach nicht oder diese Gesellschaft oder dieses Denken einfach nicht. Ich schweife ab, ich habe so viele Fragen, die ich beantworten möchte. Ich denke, ich werde da eventuell 2 Teile draus machen, aber das werdet ihr dann erfahren. So, jetzt kommen wir nochmal aufs Thema zurück. Und Joshua hat erst dann die Flasche genommen, als ich die Milch gewechselt habe. Ich nehme aktuell die Milch von Baby Vita, auch die Prä nach wie vor. Ich habe mal die 1er versucht, aber da haben viele von euch mir geraten, doch bei der Prä zu bleiben, wenn das Kind dann auch über Nacht wirklich satt ist. Denn in der 1er ist wohl Stärke drin und solange das Kind wirklich Prä noch möchte und davon eben satt ist, dann soll man dabei auch bleiben. Und dabei sind wir bis heute noch geblieben. Joshua bekommt nur noch einmal am Tag die Flasche und das immer zum Einschlafen. Den Tipp, den ich dir einfach geben kann, ist, entspann dich. Also ich muss sagen, seitdem ich mich mit dem Thema Schlafen und Stillen und Essen wirklich mal zurückgelehnt habe und mir gesagt habe, nee, ich höre jetzt nicht mehr auf die anderen, ich höre mir gerne Ratschläge an, und ich lasse mich auch nicht mehr so beeinflussen und gehe die Sache einfach entspannter an, ist mein Baby auch entspannter. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur Zufall ist, aber ich bilde mir ein, dass es wirklich daran liegt. Und da kann ich dir wirklich nur den Tipp geben, lass dein Baby einfach an der Brust trinken, solange es möchte. Probier es einfach immer wieder mit einer Flasche und vielleicht nimmt dein Baby dann irgendwann die Flasche oder auch nicht. Vermisst du das Stillen sehr? Ehrlich gesagt nicht. Also nicht, weil ich es nicht gemocht habe oder weil ich es nicht toll fand, sondern weil Joshua und ich jetzt eben einfach anders kuscheln. Ja, also wir umarmen uns viel und er legt sich oft auf meinen Bauch und er ist so ein Kuschelbaby und ich liebe das einfach. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass durch das Wegfallen des Stillens wir weniger miteinander kuscheln. Also ich habe sogar das Gefühl, es ist noch mehr geworden. Und nein, ich vermisse es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich Kind Nummer 2 auf jeden Fall auch stillen werde. Liebe Foxy, hattest du Hilfsmittel, zum Beispiel Tee und so weiter? Nee, hatte ich gar nicht. Also bei mir war das Abstillen tatsächlich ein ganz langer Prozess. Also ich habe ja mit 4 Monaten eigentlich angefangen. Das heißt, Joshua hat mit 4 Monaten das erste Mal Brei bekommen und auch da nur einen Löffel. Am nächsten Tag hat er dann 1,5 Löffel bekommen. Dann habe ich mich gesteigert mit 2 Löffel und so weiter. Und dieser Prozess, bis er überhaupt wirklich statt der Milch Mittagsbrei gegessen hat, hat bestimmt 4 Wochen gedauert. Also ich habe das wirklich immer sehr langsam gemacht und habe ihn ganz langsam daran gewöhnt und auch auf ihn geachtet, wie er darauf reagiert. Manchmal wollte er auch gar keinen Brei, dann hat er auch die Brust einfach als Mittagessen bekommen. Also da habe ich mich wirklich total auf Joshua eingestellt. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich ihm nach dem Brei nochmal die Brust gegeben habe und auch die Zeitspanne von Brei zum Stillen immer erweitert habe. Denn das Gehirn braucht eine Zeit lang, bis es wirklich das Signal vom Magen bekommt, hey, ich bin jetzt satt. Und wenn er nach 20 Minuten immer noch Hunger hatte, dann hat er natürlich die Brust bekommen und durfte dann so lange trinken, bis er satt war. Ja, und irgendwann mal hat sich das dann so eingestellt, dass er die Brust dann nicht mehr wollte oder vergessen hat, dass er überhaupt die Brust noch bekommt, weil er sich dann so pappsatt mit dem Brei gegessen hat. Und so habe ich das dann auch mit dem Abendbrei gemacht, mit dem Morgenbrei. Erst zum Schluss habe ich mich dann an das Abend- und Nachtstillen quasi getraut. Zuerst habe ich abends abgestillt und ihm dann eben die Flasche gegeben. Und dann hat sich das nachts aber auch erübrigt, weil er eben dann abends die Flasche bekommen hat und die hat ihn wohl so gesättigt, dass er nachts einfach die Brust nicht mehr gebraucht hat. Bist du bei Baby Vita geblieben? Ja, bin ich. Also ich habe, wie gesagt, alles ausprobiert. Von Milupa die Milch, von Hip, Aptamil, glaube ich, habe ich ausprobiert und dann noch irgendeine. Also ich habe wirklich viele ausprobiert, bis ich irgendwann gesagt habe, nee, jetzt ist Schluss. Ich habe keine Lust, erstens auch Geld aus dem Fenster zu werfen. Wenn er die Flasche nicht will, dann werde ich mein Kind nicht zwingen und fertig. Bis dann irgendwann mal eine Zuschauerin von euch mir den Tipp gegeben hat, dass ihre Hebamme ihr empfohlen hat, dass ich doch einfach mal die von Baby Vita ausprobieren soll, weil die wohl der Muttermilch vom Geschmack her am ähnlichsten ist. Und das habe ich dann gemacht und Joshua hat wirklich die Flasche sofort genommen. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass alle Milchsorten, die ich bisher getestet habe, gleich geschmeckt haben. Nur die von Baby Vita hat wirklich anders geschmeckt. Also
Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Also bevor ich Joshua irgendwas das erste Mal gebe, teste ich das immer selbst. Und wenn ich finde, dass das nicht schmeckt, dann gebe ich ihm das auch nicht. Probiert das auf jeden Fall mal aus, ne? Also vielleicht ist das ja für euch die Lösung. Wie viel Milch bekommt ihr aktuell noch und welche? Also wie gesagt, die von Bibi Vita bekommt er aktuell. Und wir haben auch die Portion gesteigert. Anfangs hat er ungefähr 150 Milliliter abends getrunken und jetzt sind wir tatsächlich bei 240 Milliliter, aber auch da ist es immer unterschiedlich, wann er seinen Abendbrei bekommt. Also wenn er den so gegen 6 bekommt und gegen 7:30 ungefähr schlafen geht, dann trinkt er ja in den meisten Fällen die Flasche fast leer oder lässt immer so ein bisschen übrig. Wenn er aber seinen Brei um 7 bekommt, aber dann eine halbe Stunde später ins Bett muss, dann trinkt er vielleicht nur so ein Drittel oder so. Also es bleibt eigentlich so gut wie immer was übrig. Das heißt, ich mache eigentlich immer die gleiche Portion jeden Tag. Wie hast du ihm die Brust entwöhnt? Gab es dabei Tränen? Überhaupt nicht, ne? Habe ich euch ja gerade erzählt. Also ich habe das ganz, 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 ganz langsam gemacht und habe mich immer auf Joshuas Bedürfnisse eingestellt. Also auch als ich ihm das Fläschchen gegeben habe, habe ich nicht einfach gesagt, so, jetzt kriegst du keine Brust mehr, weil du die Flasche genommen hast, sondern habe einfach geguckt, wie er reagiert hat. Es gab überhaupt gar keine Tränen. Wie gesagt, ich habe mich auf Joshuas Bedürfnisse total eingestellt, habe einfach beobachtet, wie er auf bestimmte Dinge reagiert hat. Wenn er das Fläschchen wollte, hat er sie auch bekommen. Wenn er danach noch immer Hunger hatte oder nachts Hunger hatte, habe ich ihm trotzdem die Brust gegeben. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie gesagt, so, jetzt nimmst du die Flasche und ab heute gibt es keine Brust mehr. Also so radikal war ich da nicht. Wenn ich wirklich das Gefühl hatte, er hat die Brust gesucht, dann habe ich sie ihm gegeben. Aber ich glaube auch, dass Joshua mittlerweile verstanden hat oder zu der Zeit verstanden hat, dass die Brust wirklich nur noch so ein Kuschelding ist und das Fläschchen eben Nahrungsaufnahme. Er wusste dann, okay, da bekomme ich was zu essen und dann ist mein Magen gefüllt. Und ich glaube einfach, weil ich so viel mit ihm gekuschelt habe, war das alles gar kein Problem. Und auch heute, wenn ich zum Beispiel ohne BH schlafe, also jetzt in der Zeit, wo es super, super warm war, hatte ich ja wirklich nur noch einen Schlüpper zum Schlafen an. Da hat er auch nicht irgendwie nach der Brust gesucht oder versucht, da irgendwie draus zu trinken oder so. Also ich glaube sogar, dass er vergessen hat, dass er mal von mir gestillt wurde. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Kind so funktioniert, ob man vielleicht bei anderen dann doch so ein bisschen konsequenter sein muss. Aber für uns hat der Weg so funktioniert und ja. Ich werde das Video jetzt mal an dieser Stelle beenden, weil es sonst einfach zu lang wird. Der zweite Teil, der kommt dann einfach nächste Woche online. Falls ihr aber bis dahin nicht warten wollt und die eine oder andere Frage habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ich beantworte sie euch sehr gerne und wir sehen uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss!